Mein Name ist Paul Serene. Ich gründete Monarch Solutions vor 17 Jahren mit einem sehr klaren Ziel. Es gibt solche, die mein Handeln in Frage stellen. Ich nehme dies als letzte Rechtfertigung auf, als ein Zeugnis, wie es zu all dem kommen konnte. Ich war immer der Mission verschrieben. Verlor mein Ziel nie aus den Augen, welche Opfer auch nötig waren. Weil ich gesehen habe, wohin es führt. Ich habe das Ende gesehen. Wir haben ein Problem. Es gibt keine Neuigkeiten zu Jack Joyce. Er müsste mittlerweile hier sein. Wir haben wohl einen Verräter unter uns. Denken Sie an Ihre Medikamente. Ich werde herausfinden, wer das war. Finden Sie Jack. Das hat Priorität. Nehmen Sie die besten Männer. Da ist mehr. Wie Sie wissen, hat Jacks Einmischung zu unerwarteten Komplikationen geführt. Zeugen aus der Universität wurden hierher gebracht. Das sollten Sie sich ansehen. Wir können uns in dieser Phase des Plans keine weiteren Hindernisse leisten. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Wir können mit Gewalt alle offensichtlichen Beweise beseitigen. Aber wenn diese Zeugen verschwinden, dann... Die Öffentlichkeit würde anfangen, Fragen zu stellen und sie könnte sich gegen Monarch wenden. Ich könnte auch eine intensive PR-Kampagne starten und die Stadt auf unsere Seite bekommen. Diese würde aber nichts gegen... Die losen Enden unternehmen. Genau. Es ist Ihre Entscheidung, aber bedenken Sie, die Männer werden Ihre Entscheidung als unsere Strategie nach vorne ansehen. Ich möchte, dass das in mein Büro geliefert wird. Was ist das? Zur Erinnerung. Ich schlage vor, dass wir uns mit dem vorliegenden Problem befassen. Liam Burke dort drüben kann die Situation genauer erklären. Natürlich. Jack würde niemals die Notwendigkeit dessen verstehen, was ich getan habe. Es war nicht der Tod, den William verdient hatte, aber sein Wissen stellte ein zu großes Risiko für unseren Plan dar. Paul, die Männer warten darauf, dass Sie etwas sagen. Es war das erste Mal seit Urzeiten, dass ich der Ground Zero-Operation einen Besuch abgestattet habe. Der Ort, an dem ich angekommen bin, als ich 17 Jahre in die Vergangenheit gereist bin. Der Ort, an dem mein Schicksal 6 Jahre später besiegelt wurde. Wir hatten Jack in unserer Gewalt, aber ich begann, Visionen aus der Zukunft zu bekommen, die deutlich machten, dass sich das schon bald ändern könnte. Das von der Bibliothek gehört? Serene hat das ganze Gebäude in die Luft gesprengt, nur um diesen einen Freak zu erwischen. Eiskalt, Mann. Das ist mein Statement. Klappe, hör zu. Sir. Wer ist das? Amy Ferrero. Sie ist eine der Zeugen. Wir warten auf Ihre Befehle, wie wir vorgehen sollen.
Meine Kräfte wurden stärker, selbst als sich das Cronon-Syndrom verschlimmerte. Ich konnte mich für einen Pfad entscheiden, der dann zur wirklichen Zukunft werden würde. Aber es stand mir nicht frei. Der Moment würde nicht vorübergehen, bis ich meine Entscheidung getroffen hatte. Alle Bedrohungen für unseren Plan müssen beseitigt werden. Nein! Monarch würde den harten Weg einschlagen, alle Hindernisse aus dem Weg räumen und alle Zeugen eliminieren. Es würde nicht schön sein, aber ich hatte schon zuvor schwere Entscheidungen für das größere Wohl getroffen. Ich habe hier alles durchsucht und so einiges über deinen Bruder gefunden. Das ist echt scheiße, Mann. Ich habe Monarch vertraut. Aber die Bewohner von Riverport würden sich gegen uns wenden. Mörder! Unsere Geheimnisse würden sicher sein, aber die Öffentlichkeit würde uns hassen und Jack würde neue Verbündete finden. Monarch hat keinerlei Befugnis, sie aufzuhalten. Und sagen Sie das auch den anderen auf dieser Brücke. Starten Sie eine PR-Kampagne. Ich will eine Stellungnahme. Und das alles nur wegen Jack Joyce. Monarch würde einen öffentlichkeitsfreundlichen Ansatz wählen und die Bevölkerung manipulieren, damit sie auf unserer Seite steht. Unsere Lügen würden uns die Kontrolle verschaffen. Die Jagd ist noch in vollem Gang. Die Behörden suchen weiterhin nach Jack Joyce. Hey, da unten schleicht jemand herum. Hey! Ich glaube, das ist Jack Joyce! Wir würden die Medien nutzen, um Jack bloßzustellen und ihn dann zu jagen. Ich habe alle Dateien hochgeladen, die auf dem Stick waren, den ich in der Sicherheitsstation gestohlen habe. Aber die Zeugen wären irgendwo da draußen und Jack würde unsere Geheimnisse erfahren. Wir können keine Aufmerksamkeit riskieren. Die Zeugen müssen den Mund halten. Behalten Sie sie im Auge. Starten Sie eine PR-Kampagne. Wir brauchen die Stadt auf unserer Seite. Sie nicht. Sie ist der Kopf der Anti-Monarch-Bewegung. Ich glaube, wir sehen hier das neue Gesicht unserer Kampagne. Es gibt nur diesen Weg. Ich gehe durch die Maschine. Paul, warte! Nein! Jack! Hier entlang! Jack! Ich nutze meine Kraft, uns zu leiten. Uns so gut wie möglich auf das Ende der Zeit vorzubereiten. Das gibt den wenigen Erwählten die Chance zu überleben. Ich habe das Ende der Zeit gesehen.